bei einer weiteren Folge Nethercraft. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall diese Folge in Nether. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal direkt, weil, aber ich brauche eher vorher noch ein bisschen mehr Steine, weil wir müssen uns ja im Nether gleich, wir haben dann, würde ich sagen, 10 Minuten im Nether ohne Monster, sagen wir. Okay, das erste Mal ohne, mit Monster schon. Wir müssen mit Monster. Das ist unsere Regel. Doch, wir haben 5 Minuten mit, ohne Monster halt, wo wir uns dann kurz ein Haus bauen dürfen. Ach, okay, machen wir jetzt einfach so. Ja, wir sind sau schlecht vorbereitet. Theo, hast du noch ein Wolle, das wäre richtig cool. Ich hol uns also das Essen mit. Wofür brauchst du noch ein Wolle? Wir haben für ein zweites Bett. Wir haben, aber das bringt uns in der Sache nichts. Ja, aber wenn wir zu später, Theo, ich hab das Essen dabei. Hast du Holz? Wie viel Holz hast du? In der Truhe sind ein Stock, ein... Wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall noch Holz, weil im Nether gibt es ja einfach kaum Rohstoff und da müssen wir halt ordentlich mitnehmen. Und Theo, mach uns auch gleich mal einen Ofen, damit können wir uns unsere Nahrungsstoffe rösten. Ja, ich weiß, Braten meinst du? Ja, rösten, braten ist doch das Gleiche, oder? Weiß nicht. Ist mir egal. Ja, das Problem ist, wir haben halt jetzt einfach wirklich ein extremes Problem, weil wir einfach extrem scheiße vorbereitet sind. Aber ja, da ist noch ein Edgar. Aber ich muss. Hier, da ist noch ein Huhn. Das kann ich noch killen, dann bekommen wir da irgendwas von denen. Ich muss aber sagen. Also ja, Theo, ich kann noch ein zu essen bekommen. Ich muss sagen, mir macht's einfach wirklich Spaß. Ja. Genau. Nethercraft macht bis jetzt extrem Spaß. Es wird, glaube ich, witzig. Weil wir wahrscheinlich gleich am Anfang sterben werden. Wie viel Erde hast du? Weil wir brauchen vielleicht auch Erde. Ich habe 5 Erde. Würden wir sagen, dass wir am nächsten. Hallo. Wie viel Wolle hast du? Ich habe 2. Was haben wir noch in der Kiste? Okay, wir haben einfach nichts in der Kiste. 2 Wolle habe ich daran gelegt. Ja, wir brauchen noch schnell ein bisschen. MT, ich kann jetzt pack alles ein. Einfach. Ich habe MT, ich kann dir 2 Hühnchen geben hier. Die sind für dich. Dann habe ich noch 2 Fleisch. Die habe ich dir gedorft. Die bekommst du auch. Ja, die hast du. Ja, wir müssen auch. Ich hatte was zu essen. Ich muss jetzt einfach erstmal schnell. Sorry, aber ich muss Holz holen gehen. Weil da, wir kriegen mit Wertung. Wenn es wirklich richtig Tag ist, müssen wir auch gleich rein. In den Nether. Wir haben echt ein Problem, vor allem weil direkt am Spawn, das habt ihr ja, glaube ich, in der ersten Folge, glaube ich, mal gesehen, ist halt Lava. Und, dann haben wir da echt ein Problem. Theo, dafür habe ich mir einen Wassereimer mitgenommen. Ja, das ist. Darauf können wir dann Obsidian machen und darüber können wir dann laufen. Ja, das ist wichtig. Ich habe es auch nicht geschafft, die dann gleich so mitzunehmen. Oh, ein Schwein. Ich suche auch jetzt die ganze Zeit noch verzweifelten Schaf. Dann können wir nämlich noch ein zweites Bett machen. Ein Apfel! Ja, du hast einen Apfel! Ein Apfel ist natürlich gut. Kann man sich. Nee, Eisenapfel geht nicht, wäre auch so witzig. Eisenapfel! Oder die sind hier eigentlich total schön im Welt. Ja, eigentlich ist die Welt total schön. Schade, dass wir uns dann so viel im Nether aufhalten werden. Aber so viel auch noch wieder nicht. Ja doch, also ich meine immerhin. Ich hab ein Schaf. Gut, Kills. Ich komme auch noch zur Verstärkung. Hab schon. Okay, cool. Aber in der Kiste Wolle. Ich hab alles rausgenommen aus der Kiste. Wir müssen einpacken, wir müssen jetzt weg. Ja, komm. Mach uns noch schnell 2 Eisenfäller. Warte, aber ich brauche... Ne, das Eisen lass erstmal hier. Nein, das nehme ich mit. Das packen wir da gleich in die Kiste. Wir nehmen jetzt einfach alles gleich so mit. Hast du den Wassereimer? Ja, wie viele Eimer hast du? Ich habe einen Wassereimer. Das stimmt, die anderen sind ja in der ersten Folge einfach draufgegangen. Ne? Aua, du hast mich geschlagen. Weil ich gestorben bin. Also das könnte ich auf jeden Fall auch mal ansehen. Was haben wir noch an Essen? Kann man Pilze essen? Pilze, wir könnten uns aus dem Pilz machen. Ich habe Zucker, ich habe jetzt eigentlich... Wie viel Zucker hast du? Ich habe auch noch 2 Hähnchen. Das Problem ist, wenn wir halt die habe ich dir gedroppt. Wenn wir dann halt auch gleich auf Dings gehen. Gut, geh schon rein, ich komme auch. Nein, warte, wir packen noch schnell hier einiges ein. Wir müssen noch den... Warte, was habe ich an Kohle? Ich habe 20 Kohle. Gut, ne? Das heißt, genug für Fackeln und so. Aber mein Problem ist halt echt, wir werden... Ja, okay, ein bisschen Holz habe ich auch. Geh du noch mal Holz holen vielleicht. Okay, soll ich das mal wirklich machen? Ja, mach mal. Okay. Wir werden auf jeden Fall ganz gleich an uns probieren. Wird's witziger für euch? Kann man da eigentlich was anbauen im Nether oder wächst da nichts? Doch, Pilze. Außer Pilzen wächst da aber nichts, ne? Ja. Können wir uns vielleicht Pilzsuppe machen? Komm, ich gehe jetzt auch nochmal schnell. Aber nur da wachsen die braun, Theo. Da wachsen keine anderen Pilze? Nein, nur die braun.
Wir haben einfach das übelste Problem. Ich sag's einfach so, wir sind am Arsch. Theo, hier, ich hab ein bisschen Holz, wo bist du? Ich hau jetzt auch gerade was ab. Da hinten ist ein Huhn. Kannst du die aufsnacken? Da ist auch noch, wie wirklich cool. Ich kann nicht wieder. Na, wird zu wenig sein. Ich geh mal das. Ja, ich hab. Was hast du mir gedroppt? Ja, zwei Leder und noch zwei Fleisch. Denn ja, wir brauchen eigentlich einfach nur. Fleisch, einfach nur. Da muss noch ein Dieter, den kann ich mit einem Schlag killen. Also, dieses Huhn, ich bin aber zu dumm, so einen Huhn zu killen. Ich hab's getroffen mit dem ersten Schlag. Ja, also wir müssen jetzt auch wirklich in den Nether kommen. Wenn du noch ein Schwein. Wir können's. Noch ein Schwein. Du musst vorgehen. Du musst vorgehen. Wieso? Ja, wegen denen einmal. Ja, ich gehe in der Zeit auch kurz ein Schaf und ein Schwein holen. Aber ich gebe dir mal lieber den einmal. Um sowas zu setzen, bin ich einfach schlecht. Nein, warte. Kommst du? So, hier ist einfach noch eine Kuh gespawnt. Ja, ich habe auf jeden Fall ganz viel Essen dabei. Hast du wirklich viel? Ja, nicht super viel, ne? Ja, ich habe noch zwei Fleisch. Zwei Schweinefleisch, zwei Kuhfleisch und noch ein Hähnchen. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 6 Minuten. Komm, wir müssen jetzt rein in den Nether. Ja, wir müssen. Wir müssen nämlich noch diese Folge rein. Hier, ich gehe rein. Soll ich vorgehen? Ja, mach. Okay, ich bin noch nie im Nether gewesen. Ich war halt schon, wie ihr, wenn ihr auf meinem Kanal die erste Folge seht, dann könnt ihr auch, ihr müsst euch auf jeden Fall mal auf Wingy TV, das könnt ihr euch auch mal ansehen. Da seht ihr das Ganze nochmal aus seiner Perspektive. Ich bin durch. Und hier, ich bin. Glowstone, was braucht man dafür? Braucht man eine Eisenpickel? MC, hier, ich bin auch. Was braucht man für Glowstone? Keine Ahnung. Kann man auch einfach so abbauen, glaube ich. Kommst du es? Hast du es bekommen? Ja, ich hole uns erstmal ganz viel Glowstone. Ja, hier. Gut, Glowstone. Glowstone ist wichtig einfach. Und tun schon los, Dom. Da hinten sind Pilze. Die wachsen auch Fliegenpilze. Dann können wir uns Pilzsuppen machen. Wirklich? Ja, gut. Das ist gut. Das ist wichtig. Ich bräuchte auch eigentlich mal. Ja, okay. Ich habe auch ja, schon. Aber ich habe keine Pilze mehr. Ich habe keine Pilze mehr. Ich war noch nie im Survivor Nether. Wirklich? Noch nie. Ich war schon oft eigentlich. Wirklich? Hast du da auch mal einen Ghost getroffen? Nee. Wir müssen jetzt hier auch einfach wirklich unser Haus bauen. Hast du noch irgendwas, woraus wir bauen können? Mm-mm. Baumaterial? Naja, nee, hab ich nicht. Komm, wir bauen einfach so ein Netherhaus. Bauen. Warte, wir bauen hier ein Netherhaus. Kriegt man für das nicht auch irgendwie Level oder so? Oder nicht dafür? Komm, wir holen einfach ganz viel von diesem Stein und dann bauen da wir daraus Netherhaus. Da ist irgendwie sowas. Hier, das ist Lava. Oh, warte, ich muss mal kurz was. Ich guck mich mal ein bisschen in der Gegend hier um. Wir dürfen uns nicht so weit vom Netherportal entfernen. Das kann man warte, nicht. Warte, haben wir irgendwas, was wir wegschmeißen können? Auch eigentlich braucht man sowieso nicht, ne? Hier kann sowieso, glaube ich, nichts wachsen im Nether. Wir müssen auf jeden Fall nah am Netherportal. Ich würde fast sagen, direkt am. Aber dann sind wir auch direkt bei den Zombie-Pigments, ne? Die sind ja eigentlich immer am Portal direkt. Meinst du? Ja, sind sie. Soweit ich weiß. Ja, dann müssen wir uns gut verschanzen. Die greifen eigentlich an, wenn man die ärgert. Wenn man die nicht ärgert, dann greifen die aber an. Aber wenn man sie ärgert, hat man gleich ein riesiges Problem. Ja, dann kommt eine ganze Schar an. Also, wir ziehen jetzt hier einfach unser Haus ganz schnell hoch. Im Theo, ja, ich kann ja auch eigentlich mal was tun. Ich baue auch einfach mal was ab. Aus dem kann man ganz schöne Steine machen, eigentlich. Aber das Problem ist, du findest halt im Nether einfach so gut wie nichts. Ja. Das ist halt einfach. Dann hat man schnell einfach ein großes Problem. Ja, ich habe auch schon ganz viel von diesen Steinen. Ja, gib mir die so mal. Ich baue jetzt einfach hier unsere kleine erste Hütte. Die können wir dann hier auch später 3 Blöcke einfach hoch, ne? Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Nicht gut. Gar nicht gut. Ah, die können wir auch einsammeln hier. Eingesammelt. Ich glaube, du hast die das mal. Ja? Ich habe keinen Platz mehr. Gut. Im Inventar. Hast du aber, ich brauche Steine. Steine? Ja, diese Nethersteine einfach. Wie viel hast du? Ich hab 32. Ja, gib mir die. Du bist im drin. Warte. Hier, bekommst du. Wir müssen uns auch echt beeilen. Halt. Die nächste Folge wird auch schwer gestellt. Ja, und dann haben wir ein Problem. Meine Spitzhacke ist kaputt. Ja, wir bauen die gleich eine neue. Ah, das wäre wirklich cool.
Ich habe nur noch... Alter, das wird das schönste Haus ever. Guck mal, wie sieht's aus? Keine Ahnung, was. Dann warte, guck mal hier wirklich mal ein bisschen in der Gegend um. So, aber wir, ich weiß, was wir jetzt daraus machen. Was? Eisentür. Du raus? Ja, klar. Stimmt, da hast recht. Wir müssen uns eine Eisentür bauen. Sollen wir unser Haus auch ein Messer bauen? Das ist eigentlich ganz schicki, oder? Das habe ich doch gesagt, das ist eigentlich total hässlich. Aber eigentlich sieht es ganz schicki aus. Warte, ich baue hier mal weiter. so ein kleines Dach. So, dann ist unser Nether Home eigentlich fertig. Warte, ich baue noch kurz was. Einfach mal aus einem Erdbock. Fackeln hin. So einen kleinen Eingang. Aber den Eingang jetzt einfach erstmal auf Erde. Komm jetzt einfach schnell rein ins Haus. Komm rein. Ja, komm mal. Machst du dann noch schwer jetzt? Nein, nein, nein. Ja, doch, muss ich jetzt machen gleich. Ja. Machst du sonst zu? Dann geht's gleich, wenn ich mit zwei Erdeblöcken das jetzt zugebaut habe. Ich hab Erdeblock und dann noch zweite. Geht es auf schwer. Nice. Aber hier kann jetzt auch nichts spawnen, ne? Nee, dürfte nicht. Aber Ghost, die können jetzt einfach kaputt schießen. Und Flammen schießen. Shit. Ich würde sagen, Bunker. Wir bauen uns jetzt einfach erstmal so einen kleinen Bunker. Komm, wir bauen uns hier einfach erstmal so runter. Und bauen uns hier wirklich einfach. Aber wenn du wieder rauskommst, da unten könnte Lava sein, Theo. Sei vorsichtig. Ja, ich buddel hier auch nicht mehr unter mir weg. Falls irgendwas kommt, hier ist unser Ratte. Ich brauche Leitern. Unser Notbunker. Hier kann man immer hingehen. Und es ist einfach, glaube ich, es wird hier jetzt einfach extrem gar nicht safe. Und wir müssen auch bald wieder raus, ne? Nicht bevor geht's wieder zurück. Dann müssen wir schnell zurückspringen, oder? Nein. Wie lange bleiben wir jetzt hier im Nether? Diese Folge jetzt noch und die nächste und dann. So. Okay, dann würde ich sagen, was ist auch schon wieder mit dieser Folge? Checkt auf jeden Fall mal den Bingi TV ab. Und bei mir steckt ihr zockt ab. Ja. Und tschüss. Und tschüss. Ich hab einen Tschüss gesagt. Und wir sind nicht krepiert, also immerhin.